Hallo, hier ist Karl von der Wiener Fotoschule und ich möchte euch heute sehr herzlich von der Edelweißspitze im Nationalpark Hohe Tauern begrüßen. Die Edelweißspitze ist Ausgangspunkt für unsere Fototouren. Wir verbringen die ersten zwei Nächte hier auf 2700 Meter Höhe. Wir haben einen 360 Grad Panorama-Rundblick und können hier natürlich zu jeder Zeit hinaus zum Fotografieren und das natürlich in dieser spektakulären Gebirgswelt. Hinter uns der Großglockner, ganz viele 3000er, also viele tolle Möglichkeiten zu fotografieren. Ein weiteres Highlight ist die Fahrt zu den Murmeltieren, zur Franz-Josefs-Höhe. Dort gibt es eine Murmeltierkolonie, die super zu fotografieren ist. Wir haben Jungtiere beim Spielen beobachtet. Das heißt, hier bekommt ihr auch ein Top-Murmeltierfoto. Weiters gibt es viele Blumen, unter anderem auch Edelweiß, tolle Wasserfälle für Langzeitbelichtungen. Also für Natur- und Tierfotografen ist das Fotowochenende Heiligenblut ein absolutes Highlight. Heute werden wir das Quartier wechseln. Wir fahren hinunter in den Ort Heiligenblut und besuchen dort das Goldgräberdorf. Das Goldgräberdorf liegt im Fleißtal und beim Gasthaus Alten Pocher werden wir eine Führung haben und der Schmied Toni wird die Esse anfeuern und hier gibt es natürlich auch ganz, ganz tolle Fotomotive. Was ist jetzt der absolute Mehrwert, wenn ihr mit der Wiener Fotoschule da unterwegs seid? Wir sind Canon Academy Partner und haben eine Fülle von Canon, Kameras und Objektiven leihweise für euch. Das heißt, ihr könnt euch bei der Anmeldung bekannt geben, was ihr euch ausborgen möchtet. Und wir haben die gesamte Canon EOS R-Serie, R5, R6, viele Objektive, auch Stative verleihen wir. Also das ist unser besonderes Service und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Bis bald!